Silvia und Harald kümmern sich um das Verräumen des Einkaufs. Bis zum Abend sind auch die letzten Arbeiten am Pool erledigt. Und eine Etage höher ruht sich die schwangere Loredana aus. Ja, ich bin ja jetzt gerade erst 18 geworden. Ist passiert, was soll ich machen? Ich freue mich jetzt drauf. Und ich habe ja auch schon Erfahrung durch die ganzen anderen Kinder hier in der Familie. Und wenn ich mal Hilfe brauche, dann habe ich ja genug Geschwister, die schon Mamas sind. Und meine Mama ist ja auch eine gute Mama. Was geht ab? Was geht? Nichts bei dir? Was hast du heute gemacht? Mit Mama ein bisschen geputzt. Dann war ich kraftlos und habe mich hingehauen. Du bist jetzt chillig, ja. Dann chill du mal, ey. Ich schlaf noch so viel du kannst, ne? Mach ich auch. Bis das Baby da ist. Ja, ich habe vorhin mit Mama ein bisschen unten gemacht und war dann relativ schnell platt. Ja, so kenne ich das von mir gar nicht. Also sonst bin ich auch schnell platt, aber nicht so schnell. Ich glaube, ich muss jetzt einfach ein bisschen zurückschrauben und dann funktioniert das schon. Vielleicht kriegst du ja ein Schreikind. Ich hoffe nicht. Dann hat Mama viel Spaß damit. So schwer. Naja, aber... Also die meisten haben ja immer gesagt, schlaf so viel du kannst. Aber bei mir war das immer so, ich bin in der Schwangerschaft immer um ein und dieselben Uhrzeiten wach geworden. Das waren später, wo die Zwillinge auf der Welt waren, waren das genau die Zeiten, wo die sich für die Flasche gemeldet haben. Ich werde immer um 5 Uhr wach. Na, dann könnte es das sein, dass das Baby sich stimmt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Und dann um 8 nochmal. Ja. Es könnte durchaus möglich sein. Also, auch wenn ich es noch nicht so realisieren kann, dass Loredana schwanger ist, bin ich trotzdem froh, dass ich ihr so ein paar hilfreiche Tipps geben kann und hoffe natürlich auch, dass sie die Tipps dann auch annimmt. Gucken, ob du auch so eine Wollny-Schwangerschaftsnase kriegst. Boah, ich hoffe nicht. Bin ich froh, dass der am Ende der Schwangerschaft mich nicht mehr sehen muss. Oh. Dann ist er ja hier und ich bin in Deutschland. Bei der Geburt möchte Loredana natürlich den Vater ihres Kindes dabei haben. Ja, meine größte Angst ist, dass ich ihn nicht nach Deutschland kriege oder zu spät. Also, dass es losgeht und er noch hier ist und noch nicht in Deutschland. Weil ich es echt schade finden würde, wenn er nicht dabei wäre bei der Geburt. Ja, und dann hoffe ich einfach, dass das Kind gesund zur Welt kommt und es mir nach der Geburt auch gut geht. Und die Schmerzen nicht allzu groß sind. Oh, ich habe so Angst davor. Hast du noch irgendwas für die Nacht oder so? Wenn du Lust hast, kannst du mir gleich noch einen Tee runterbringen, aber noch wenn du Lust hast. Ja, wir legen die Zwillinge jetzt gleich auch hin und dann machen wir den fertig, weil die sind platt bei der Hitze hier. Ja, ich bin auch platt bei der Hitze. Ich fühle mich wie die Zwillinge. Schön mit denen kannst du den von mir ausrichten. Marsch. Na gut. Danke, Bienchen. Kein Problem. Loredanas Nesthäkchen wird Mama. Es war jetzt voll lieb von Serafina, dass sie noch hier unten gucken kann, ob es mir gut geht. Ja, und ich merke, alle stehen hinter mir. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so aufgenommen wird. Am nächsten Tag fühlt sich Loredana wieder fit genug, um etwas zu unternehmen. Höchste Zeit, mit ihrer Schwester Estefania etwas zu starten. Die chillt gerade mit ihrem Freund Ali in der Nachbarwohnung. Was geht, Este? Was geht ab? Rudi, was machen Sachen? Nix, wir chillen, reden ein bisschen. Oh. Was geht bei dir? Nix. Lass uns irgendwas starten zusammen, wir zwei. Wo hast du Bock drauf? Mir egal, mein Alltag besteht nur noch aus Schlafen und Putzen. Ich hab keinen Bock mehr. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Schlag was vor. Wo hast du Lust drauf? Wir gehen spazieren am Strand oder wir gehen ein bisschen shoppen. Nee, shoppen habe ich jetzt keine Lust drauf. Lass uns ein bisschen am Strand entspannt. Ein Cocktail trinken, alkoholfrei. Können wir machen. Ich gehe mit Loro zum Strand. Okay, Schatz. Viel Spaß. Danke, Schatz. Du kannst ein bisschen aufräumen, ein bisschen cleaner machen. Wisch mal, ob steht drüben, ne? Kannst du Loro aufräumen. Ja, wenn es um sowas wie sich ein bisschen Auszeit gönnen geht, dann gehe ich auf jeden Fall direkt als erstes zu Este immer. Weil ja, mit ihr macht es ja am meisten Spaß eigentlich, weil die verrückteste von allen ist. Ja, für mich ist das natürlich jetzt auch so eine kleine Win-Win-Situation. Bevor Mama gleich zu mir kommt und sagt, Estefania, du musst bitte das und das machen für die Einweihungsparty heute Abend.
Deswegen packe ich mir jetzt Lore und dann gehen wir an den Strand und trinken einen Cocktail oder so, aber natürlich alkoholfrei. Und schon machen sich die Schwestern auf den Weg zum Strand von Evreneski. Estefania war bis gestern noch mit ihrem Freund Ali bei dessen Familie in Izmir. Die beiden sind seit einem Jahr ein Paar. Und wie war es so, wo ihr unterwegs war? Also bei Adis Familie war es richtig schön. Ich hatte halt ein bisschen Angst, weil seine Eltern können ja gar kein Deutsch. Und mein Türkisch, weißt du ja, also ich verstehe ja mehr, als ich halt auch rede. Ja, wir sind ja dahin geflogen, damit ich seine Eltern auch kennenlernen kann. Wie sind die so nett? Mögen ja, die sind, also die lieben mich. Sein Papa hat nach 2 Tagen gesagt, dass Ali ist ja Einzelkind und ich habe halt denselben Platz in dem Herzen von seinen Eltern wie Ali. Und das fand ich halt auch richtig schön. Aber es ist doch schön, dass ihr euch so versteht. Das ist ja auch einer der wichtigen Bausteine so in der Beziehung. Ja, also ich habe halt jetzt sozusagen den Ort kennengelernt, wo er aufgewachsen ist, weil es ist seine Heimat. Und das war schon, das, also ohne Witz, Loredana, das kannst du mit, wo wir uns hier aufhalten, gar nicht vergleichen. Ja gut, ich hätte da keine Lust drauf, so in so einem Kaff. Aber ich, das war sehr schön. Also ich fand es wirklich schön, auch mit der Familie. Das war halt, was auch total schön war, dass ja gut, es kommt halt auf die Gesellschaft an, ne? Und die Gesellschaft, die war sehr schön und hat das auch sehr schön gemacht. Ja. Estefania wurde herzlichst in Alis Familie aufgenommen und freut sich schon jetzt auf den nächsten Familienbesuch. Ilica in der Türkei. Seit 3,5 Wochen verbringen die Wollnis ihren Sommerurlaub in ihrem neuen Feriendomizil. Das Nesthäkchen der Familie Loredana ist in der 15. Woche schwanger und hat sich am Morgen ihre Lieblingsschwester für einen Mädelsausflug an den Strand geschnappt. Wie ist deine Schwangerschaft denn bis jetzt verlaufen? Also von Übelkeit und... Soweit gut. Ich hatte wirklich 2 oder 3 Tage richtig zu kämpfen, aber jetzt so gar nichts mehr. Kreislauf hier wegen dem Wetter so ein bisschen. Ich glaube, das Klima hier kommt mir nicht so gut. Mhm. Aber sonst alles gut. Und wie läuft das mit ihm? Also, wie hast du das geplant, auch in der Zukunft? Weil das ist ja nicht ganz so einfach. Gerade läuft da alles gut. Also das Kind werde ich auf jeden Fall in Deutschland kriegen, das steht fest. Ich werde dann versuchen, dieses 3-Monats-Visum zu bekommen. Weil du kannst das halt nicht planen. Einen Kaiserschnitt kannst du planen, aber ich möchte ja auf normalen Wege, wenn das funktioniert. Und dann muss er halt gucken, dass er sich etwas frei nimmt und dann nach Deutschland kommt, weil ich hätte ihn schon gerne dabei. Weißt du schon, wie das in der Zukunft dann sein soll, auch mit ihm? Weil du bist ja dann in Deutschland, er ist hier. Ja, ob ich erstmal die erste Zeit, würde ich halt gerne ein bisschen rübergehen hier. Weil mir ist sehr wichtig, dass das Kind Schule in Deutschland mitnimmt. Mhm. Und deswegen soll er so die erste Zeit und danach muss man gucken, wie man das handhabt. Ja, also so einen Plan, wie es jetzt in der Zukunft läuft, habe ich nicht. Aber ich habe so ein paar Vorstellungen, so kann man das, glaube ich, sagen. Also ich würde für die erste Zeit gerne rübergehen, weil ich, also hier in die Türkei, weil ich finde, dass die erste Zeit von einem Kind die wichtigste Zeit ist. Dann fängt es an zu krabbeln, zu laufen, alles. Und das soll der Vater halt mitbekommen. Ja, aber das hört sich ja alles so an, als hättest du dir da auf jeden Fall schon mal Gedanken gemacht. Dankeschön. Gedanken gemacht, wie Dankeschön. Du das jetzt handhaben willst. Deswegen, ja. Hört also, sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Ich habe ja euch auch noch, ne, falls ihr was nicht habt. Das Thema, dass du jetzt schwanger bist, das braucht, glaube ich, noch ein bisschen, bis das bei mir 100% angekommen ist. Bei mir ist es auch noch nicht so ganz angekommen. Nur die Übelkeit zeigt mir das jeden Morgen. Das, also manchmal wache ich auf und denke mir so, kann mich bitte jemand kneifen? Stimmt das wirklich? Aber ich freue mich für dich. Ich freue mich auch. Das ist alles so. Ich freue mich so auch. Komm auf verläuft. Einen schönen Nachmittag. Ja, und auf unser kleines Wunder. Ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das kleine Baby, das dann ja irgendwann aus Loredana rauskommt. Es ist zwar noch so ein bisschen ungewohnt, weil Loredana meine kleine Schwester ist und ich muss das noch so ein bisschen verarbeiten, aber ich freue mich wirklich sehr. Und so verbringen Lore und Este den weiteren Tag entspannt am Strand.